أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا صدق الله العلي العظيم وبلغه رسوله الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wir werden inshallah heute mit der letzten unserer Personen des Sahabes unser Thema inshallah beenden. Man sagt immer eigentlich, das Beste kommt zum Schluss und wir kommen zum Besten, nämlich zu unserem Thema des vierten Kalifen des Islams, des Schwiegersohn des Propheten Ali ibn Abi Talib radiallahu an. Wenn wir über Ali ibn Abi Talib reden, reden wir über eine Person, die eigentlich 63 Jahre seines eigenen Lebens komplett mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam verbracht hat. Bei den anderen drei Kalifen, Abu Bakr, Umar, Osman radiallahu anhum, sie sind später zum Islam zugetreten. Sie haben eine Zeit der Jahiliyya gehabt. Sie haben eine vorislamische Zeit gehabt. Aber wenn es um Ali al-Murtaza geht, dann sehen wir ein volles Leben, volle 63 Jahre, die von Anfang bis Ende im Auftrag des Islams als Diener des Propheten sallallahu alaihi wasallam vollbracht werden. Wir haben, wo wir über die anderen drei Kalifen, über andere drei Sahabes berichtet haben, haben wir über ihre Eigenschaften berichtet. Zum Beispiel, dass Abu Bakr vertrauenswürdig ist, Umar mutig ist, Osman schamhaft ist. Wenn es um Ali ibn Abi Talib radiallahu anh geht, dann sehen wir nicht eine Eigenschaft, dann sehen wir mehrere Eigenschaften. Und alle Eigenschaften bei Ali ibn Abi Talib repräsentieren sich gleich. Aber zwei Eigenschaften werden wir in unserem Unterricht, bismillah ta'ala, verstärkt durchnehmen. Verstärkt zwei Eigenschaften. Und dies ist Zielstrebigkeit und Entschlossenheit. Zielstrebigkeit und Entschlossenheit. An erster Stelle. An zweiter Stelle kommt auf jeden Fall Wissenschaft und Mut. Wissenschaft und Mut, diese kommen parallel. Erst Zielstrebigkeit und Entschlossenheit und dann gleich daraufhin Mut und Wissenschaft. Weil der Prophet sallallahu alaihi wa alihi sagt, ich bin die Stadt des Wissens und Ali ist die Tür. Darunter auch die Wissenschaft halt. Wer ist Ali ibn Abi Talib? Wir müssen, um diese Person gut kennenzulernen, die Nachkommenschaft von Ali ibn Abi Talib durchnehmen, ganz kurz, bismillah, damit wir ein kleines Fundament haben. Ali ibn Abi Talib ist der Sohn von Abi Talib. Wer ist Abi Talib? Abu Talib ist der Onkel des Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Aber wir wissen, dass der Prophet 10 Onkels hatte. 10 Onkels. Warum gerade Abu Talib? Warum Abu Talib? Weil der Opa von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nämlich Abdul Muttalib, dessen eigentlicher Name Shaber gewesen war. Und Shaber, es kommt auf die circa auf die ungefähre Bedeutung wie vom leichtes graues Haar. Abdullah, der Vater vom Propheten, dessen leiblicher, ich betone, dessen leiblicher Bruder ist Abu Talib. Das heißt, Abu Talib, der Onkel vom Propheten, und Abdullah, sie stammen von einer Mutter ab. Sie sind zwei Kinder von einer Mutter. Aber die anderen, zum Beispiel Abu Lahab zum Beispiel, ist auch der Onkel des Propheten, aber er ist nicht von der gleichen Mutter. Abu Talib und Abdullah sind von der gleichen Mutter.
das heißt von Abdul Muttalib. Und da Ali der Sohn von Abu Talib ist, merken wir schon, was für eine nahe Beziehung allein schon in der vorislamischen Zeit, bevor diese überhaupt geboren wurden, einen nahen Kontakt, eine nahe Verwandtschaft zueinander haben. Daher merken wir auch, warum Abdul Muttalib, der Opa des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, als seine Mutter starb, bevor er starb, Abdul Muttalib starb, Rasulullah, als er, der Prophet, der Gesandte Allahs, 8 Jahre alt gewesen war, ihn in die Familie von Abu Talib gab. Der Prophet nämlich ist im achten Lebensjahr in das Haus von Abu Talib, in seinem leiblichen Onkel, aufgewachsen. Bis zu seinem 25. Lebensjahr war er konstant, dauerhaft im Haus von Abu Talib. Das heißt, im Haus, wo später Ali geboren wird, mit aufgewachsen. Abu Talib war mit Fatima bint Esed verheiratet. Und jene hatten 6 Kinder. Talib, Aqil, Jafar und Ali waren die 4 Jungs. Und Ummahani und Jumame waren die 2 Frauen. 2 Mädchen von Abu Talib, von Abu Talib gewesen. Wenn es um die Frau von Abu Talib geht, Fatima bint Esed, sie ist später zum Islam konvertiert, hat mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam die Hijra vollbracht und wurde in Medina persönlich von dem Propheten sallallahu alaihi wasallam begraben. So, dass sogar der Prophet sein eigenes Gewand einwickelte, sie, und mit seinem eigenen Gewand die Mutter von Ali, das heißt Fatima bint Esed, radiallahu an, begrub. So eine nahe Verbindung hatten der Prophet und die Familie von Ali ibn Abi Talib. Später, im 25. Lebensjahr, heiratete der Prophet mit Khadija, radiallahu an, und zogen in ein anderes Haus. Dies hatte aber sie nicht daran gehindert, nach seiner Heirat, dass der Prophet jeden Tag im Haus von Abu Talib gewesen war. Später, als Abu Talib im 70. Lebensjahr kam, 70 Jahre alt geworden war, kam der Prophet sallallahu alaihi wasallam und damals sein noch nicht Muslim gewordener Onkel Abbas. Und der Prophet, und damals war er noch nicht Prophet gewesen, wir reden circa vom 35. oder 30. Lebensjahr des Propheten, kam sie mit Abbas zusammen, mit dem Onkel des Propheten, und sie sagten, unser Onkel Abu Talib ist alt geworden, er hat 6 Kinder zu Hause, lass uns Paare von ihnen aufnehmen und somit seine Last ein bisschen erleichtern von zu Hause. Und sie wurden sich einig und kamen zu Abu Talib und diskutierten das aus. Und die Kinder wurden von zu Hause rausgenommen von Abu Talib. Und die Onkels nahmen die Kinder von Abu Talib. So, dass Abbas Talib persönlich nahm, Hamza, der auch der Onkel des Propheten sallallahu alaihi wasallam ist, nahm Jafar, und Rasulullah, damals 35 Jahre alt, nahm Ali ibn Abi Talib. Ali war 5 Jahre und der Prophet war 35 Jahre alt. Als der Prophet sallallahu alaihi wasallam Ali in seine eigenen Hände, in seine eigenen Familien nahm, 5 Jahre bevor er die Offenbarung von Allah Ta'ala bekam. Allein schon hier merken wir, was für eine Beziehung der Prophet und Ali radiallahu an schon vor dem Islam hatten. So, dass der Prophet, als er Ali ibn Abi Talib zu sich nach Hause nahm, dass er sagte, ich habe jemanden ausgesucht, den Allah für mich ausgesucht hat, sagte der Prophet sallallahu alaihi wa alihi wa sallam.
die Beziehung zwischen Ali und dem Propheten fand eigentlich schon bei Alis Geburt an. Weil, als Ali geboren worden ist, Ali ist erstens an der Kaaba geboren. Seine Mutter Fatima binti Esed war schwanger gewesen und als sie gemerkt hatte, dass die Venen eintreten, wollte sie nach Hause rennen, um die Geburt zu vollziehen. Aber weil das so schnell ging, hatte sie das Kind Ali ganz genau an der Kaaba geboren. Ganz genau an der Kaaba ist das Kind Ali geboren. Und der Erste, der Ali in die Hände nahm, war Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Der Erste, der Ali in die Hand nahm, war Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gewesen. Die erste Person, die Ali ibn Abi Talib in seinem Leben sah, als er die Augen öffnete, war Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gewesen. Und wir kommen in das 40. Jahr des Propheten, als Ali ibn Abi Talib 10 Jahre alt war. Die ersten Verse des Korans kommen im Berg Hira. Iqra bismi rabbika allazi khalaq, an einem Montagabend. Und ein Tag circa gleich darauf kommt Jibra'il alayhi salam zum Propheten und bringt ihm das Gebet bei. As-Salah. Das Gebet. Das Gebet ist ein Teil des Glaubens. Das Gebet, das Salah, läuft parallel zum Iman. Wenn am Montag die erste Offenbarung kam, kam am Dienstag das Pflichtgebet. Nicht das fünfmalige Pflichtgebet, aber ein Teil des Tages mussten die Muslime ihre Gebete verrichten. Und Jibra'il alaihi salam hatte dies dem Propheten sallallahu alaihi wasallam einen Tag circa gleich danach beigebracht. Nur um die Wichtigkeit des Gebets darzustellen. Die anderen Pflichten, zum Beispiel Zakat, Salah, Jihad, Verwaltungsrecht etc., Fasten, sind alle, oder die Verbote zum Beispiel, wie Alkohol oder so, die kamen erst nach der Hijra, also circa ab dem 13. Jahr. Aber ab dem ersten Tag der Offenbarung kam sofort parallel gleich das Gebet. As-Salah, As-Salah, As-Salah. Und nachdem Jibra'il a.s. dem Propheten das Gebet beigebracht hatte, war der Prophet nach Hause gekommen und hatte das Gebet gleich seiner Frau Khadija Tul Kubra radiallahu an beigebracht. Und beide, der Prophet und seine Frau, wir reden gerade von den ersten Stunden des Islams, verrichteten das Gebet zu Hause. Plötzlich ging die Tür auf und Ali kommt rein, ein 10 Jahre altes Kind, und sieht, was für komische, in Anführungsstrichen, Bewegung, neue Bewegung, Rasulullah und seine Frau dort machen. Als sie das Gebet fertig vollzogen haben, sprach Ali, ja Mohammed, damals noch, was macht ihr da, was ist das? Und der Prophet nimmt Ali zu sich und redet mit einem 10-Jährigen wie mit einem 30, 40-Jährigen. Und erklärt Ali, was das halt ist, dass sie halt das Gebet verrichten. Und dass dies der Herr aller Welten, Rabbul Alamin, ihn offenbart hat. Das war was Neues, das war was Einzigartiges, was Ali gehört hat. Rabbul Alamin, der Herr aller Welten. Und er fragte, wer Rabbul Alamin ist. Und Rasulullah erklärte ihm das, woraufhin Ali sagt, ja Rasulullah, dann gehe ich zu meinem Vater Abu Talib und berichte ihm sofort, was du mir gesagt hast. Und der Prophet sagte, nein Ali, es ist noch zu früh, jetzt noch nicht, warte noch ein bisschen ab, warte noch ein bisschen ab. Und Ali nimmt dort als erstes den Islam. In den ersten Tagen, in den ersten, zweiten Tag nimmt er den Islam an. Wenn das Prophetentum am Montag kam, hat Ali am Dienstag den Islam angenommen. Und eine Streitigkeit, die unter den islamischen Gelehrten bis heute hinführt, zwischen der Ahle Shia und der Ahle Sunna, ist, wer ist eher Moslem geworden? Ist Ali eher Moslem geworden? Oder ist Abu Bakr eher Moslem geworden? Woraufhin wir dieses Resultat geben.
Von den Frauen, die erste Muslimin war Khadija, die Frau des Propheten. Von den Kindern war es zuerst Ali ibn Abi Talib. Von den Männern war es zuerst Abu Bakr as-Siddiq. Und von den Sklaven waren die ersten, der erste Zayd ibn Harise. Dies waren die ersten Leute. Die Kerngemeinde, die Kern der Kerngemeinde waren diese Personen gewesen. Und darunter natürlich Ali ibn Abi Talib radiallahu an. Von Kindesgeburt an dabei. Einer namens Esed ibn Qais, der nach der Eroberung von Mekka Muslim wird, Esed ibn Qais fängt bei der Eroberung, nachdem er im Islam annimmt, erst nach der Eroberung von Mekka, fängt er an zu weinen. Und der Prophet kommt zu Esed ibn Qais und sagt: Ja, Esed, heute ist der Tag der Freude. Warum weinst du? Wo du dich doch freuen solltest, dass du den Islam angenommen hast und dass Mekka doch erobert worden ist. Und Esed ibn Qais sagte: Ja, Rasulallah, vor Jahren, vor 23, 22 Jahren, saß ich und Abbas, der Onkel des Propheten, an der Kaaba. Ich, Esed ibn Qais sagt das, und Abbas an der Kaaba. Und plötzlich kam ein Mann an die Kaaba, sagte Allahu Akbar und rezitierte das und verrichtete das Gebet. Plötzlich kam eine Frau hinter ihn und nahm auch Takbir und verrichtete das Gebet. Und gleich daraufhin, parallel, kam ein Kind und machte auch Allahu Akbar. Ich fragte, sagte Esed ibn Qais, Abbas: Ja, Abbas, wer sind diese Leute, was machen die dort? Und Abbas sagte: Das sind die Söhne meinen beiden Brüders, Mohammed und seine Frau Khadija und Ali. Sie bringen eine neue Religion bei. Aber außer diesen dreien ist keiner unter ihnen. Sie sind die Ersten. Deswegen sagt Esed ibn Qais zum Propheten: Ja, Rasulallah, hätte ich doch dort lieber den Islam angenommen. Weil, Leute, es ist ganz wichtig, immer einer von den Ersten zu sein. Später sich zu beteiligen, ist nicht die Kunst. Bei den Ersten sich anzustellen, an den ersten Reihen, was-sabiqun as-sabiqun, wie es in dem Surat al-Waqi'a geschrieben steht, zu sein, das ist das Wichtigste. Und Ali war der Erste, einer der Ersten, der diese Dawa des Heiligen Koran im Auftrag des Islams gleich neben dem Propheten, sich im 10. Lebensjahr hinstellte. Und gleich daraufhin sehen wir Ali in der Anfangszeit des Islams immer entweder neben dem Propheten oder in Mekka. Er ist entweder in Darul Arqam, wo die Verse rezitiert werden, wo in diesen Wohnungen von Darul Arqam der Islam gelehrt wird, oder er ist in Mekka, läuft in Mekka herum und guckt, was über die Muslime berichtet wird. Er ist ein Aufseher. Wir reden von einem 10 Jahre, 11 Jahre alten Kind, der Aufseher ist, der die Leute liest. Eine Geschichte, die in dieser Zeit passiert ist: einer, der größte Räuber gewesen war, von dem Stamm El-Rifar, westlich von Mekka, Richtung Jidda, sind Gebirge. Und die Karawane, die nach Mekka kommen, dieser Stamm dort, El-Rifar, die waren Räuber gewesen. Die haben die Karawane abgeschnitten und haben sie beraubt. Und der Führer von diesem Stamm El-Rifar, der westlich von Mekka und zwischen Jidda und Mekka ist, war damals, der Führer dessen war Abu Zer. Später als Abu Zer El-Rifari bekannt. Er bekommt mit, dass der Weise von Abdullah, nämlich Mohammed,
eine Religion verkündet und er kommt nach Mekka, aber er kann keinen ansprechen, weil es ist Verbot, über den Islam zu reden in der ersten Zeit. Und Abu Zar al-Ghifari kommt nach Mekka und bleibt ein Monat lang neben der Kaaba, um zu beobachten, was über Mohammed berichtet wird oder wo er Mohammed antreffen kann. Und dort, 30 Tage lang, trinkt er dort nur Zamzam, das Wasser, was von der Kaaba runterkommt, unter der Kaaba kommt. Nur dieses Zamzam, 30 Tage lang. Dies beobachtet Ali ibn Abi Talib und kommt zu Abu Zar und fängt an, mit ihm zu reden. Und als er merkt, dass Abu Zar es ernst meint, erklärt er ihm den Islam und führt ihn zum Propheten sallallahu alaihi wasallam. Ein 10 Jahre altes Kind. Und sagt daraufhin zu Abu Zar: Ja, Abu Zar, ich führe dich zu ihm. Aber wenn du mich auf der Straße verfolgst, laufen wir nicht nebeneinander, du läufst hinter mir. Aber du zeigst es nicht den anderen, dass du hinter mir läufst. Wenn ich dir ein Zeichen gebe, in diese Tür eines Hauses reinzugehen, dann knie ich vor diesem Haus und tue, als ob ich meine Schuhe gerade mache und lauf weiter. Genau diese Tür wirst du reingehen. Ein 10, 11 Jahre altes Kind mit einer übelsten Taktik, eine Sache, die man nicht erklären kann, die man sich so nur mal auf der Zunge zergehen lassen muss, wie so ein Kind dies vollbracht hat. Und durch seinen eigenen Händen wird dann auch Abu Zar al-Ghifari zum Islam konvertiert. Später kommt der 94. Vers der Surah al-Hijr. Und was sagt der 94. Vers von der Surah al-Hijr? Dass eine offenkundige Verkündung stattfinden soll. Weil bis dahin war es, den Islam zu verkünden, insgeheim gewesen. Eine geheime Verkündung, eine innerliche Verkündung. Und mit dem 94. Vers des Surah al-Hijr kam der Befehl zu Rasulullah, dass es eine offene Verkündung werden soll. Und in diesem Vers steht: وَأَنْزِلْ عَشِيرَةَ كَالْأَقْرَبِينَ. Und warne, verkünde die Nächsten deiner Verwandtschaft. Als dies zum Propheten sallallahu alaihi wasallam kommt, ruft der Prophet 45 Leute von der Familie Abdul Muttalib, yani von seiner eigenen Familie, 45 Leute, und macht ein großes Essen. Und neben ihm, neben dem Propheten Ali, radiallahu anhu. Und der Prophet will eine Rede halten und will ihm den Islam erklären und will ihm erklären, um was es geht. Aber dann nimmt Abu Lahab das Wort und lässt den Propheten nicht zur Rede kommen. So, dass der Prophet gar nicht zur Rede kommt und dass das Essen dann irgendwie abgebrochen wird. Na, danach kommt der Prophet zu Ali und sagt: Ja, Ali, was sollen wir machen? Der Prophet fragt Ali: Ja, Ali, was sollen wir machen? Ali müsste da 13, 14 Jahre alt gewesen sein, weil wir kommen so langsam zu der offenen Verkündung, also im dritten Jahr des Islams. Er fragt Ali: Was sollen wir machen? Und Ali gibt als Antwort zum Propheten, ein 13-jähriges Kind: Ja, Rasulallah, lass es uns ihnen nochmal erklären. Nochmal. Lass uns morgen nochmal ein Essen machen, nochmal einladen und nochmal versuchen. Und einen Tag später machen sie das gleiche wieder. Und bevor Abu Lahab zu Wort kommt, kommt der Prophet und sagt, kommt zu Wort und erklärt ihnen den Islam. Er sagt ihnen: Wenn ich euch sagen würde, dass hinter diesem Berg eine Armee ist, würdet ihr mir glauben? Und die Leute sagten: Ja, Mohammed, natürlich, du bist Al-Amin, du bist vertrauenswürdig, wir haben dich vorher noch nicht lügen gesehen und so weiter und so fort. Und daraufhin sagt der Prophet: Mir wurde offenbart, dass ich der Gesandte Allahs bin, und hiermit lade ich euch zur Rechtleitung ein, zum Islam ein, zum ewigen Frieden im Dies und im Jenseits ein. Wer wird mir unter euch dabei helfen? Eine sehr große Verantwortung, Leute. Wer wird mir unter euch, وَأَنْزِلْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ, erstens von meinen Verwandten, mir, sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, helfen? Stille.
keinen Ton. Er sagt es nochmal, wer wird mir unter euch dabei helfen? Einer steht auf und sagt, Ana ya Rasulallah, ich, o Gesandter Allahs. Und die Leute gucken, Ali steht auf, ein 13 Jahre altes Kind. Dieses Ana ya Rasulallah, ich ya Rasulallah, ich Gesandter Allahs, wird Ali in Bedr sagen, wo der Prophet sagt, steh auf. Er wird das in Uhud sagen, er wird das in Hendek sagen, er wird das in Khaybar sagen, er wird das in der Eroberung Mekkas sagen. In Tabuk wird er sagen, immer wieder, Ana ya Rasulallah, ich Gesandte Allahs, als erstes. Als die Mushrikun sehen, wie ein 13-jähriges Kind dem Propheten sagt, ich werde dir dabei helfen, fangen sie an, sich über den Propheten lustig zu machen und sagen, ja Mohammed, guck doch, der Kleine wird dir doch wohl reichen, oder? Wir werden dir auf jeden Fall nicht helfen und dir Kleine, der Kleine wird dir reichen. Und der Prophet sagt, Wallahi, er wird mir reichen. Allah hat mir was ganz Großes dabei gegeben. Was ganz Großes. Und die Leute verteilen sich so. Und wir sehen Ali, radiallahu an, immer neben dem Propheten. Immer, auch bei Shibi Ebi Talib, wo 3 Jahre lang das Boykott von den Muslimen in Mekka gegen den Propheten sallallahu alaihi wasallam gemacht wird. Im Trauerjahr später, wo der Vater von Ebu Talib stirbt, der Onkel des Propheten, der jahrelang sein Beschützer gewesen war, sehen wir auch Ali immer neben dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Ali berichtet auch, dass bevor der Prophet die Offenbarung bekommen hat, hat der Prophet mit 35. Lebensjahr, die letzten 5 Jahre, bevor die Offenbarung kam, ging er immer auf den Berg Hira hoch und Ali hatte immer das Essen auf Hira hochgebracht. Ali sagt selber, so wie das Kamelkind seine Mutter verfolgt, habe ich den Propheten immer wieder verfolgt. Wenn der Prophet Montag Moslem geworden ist, zum Islam aufgerufen worden ist, bin ich Dienstag Moslem geworden. Und einer der größten, eins auch der größten Auftritte von Ali, sehen wir in der Hijra. Als der Prophet sagt, und der Prophet ist damals 53 und Ali 23 Jahre alt, und er muss aus Mekka auswandern, die Hijra vollziehen, und er fragt, ja Ali, leg dich in mein Bett, sagt Ali, labbaik ya Rasulallah, ana ya Rasulallah, ich werde mich in dein Bett reinlegen. Warum? Der Prophet reist mit Abu Bakr, mit seinem Freund, nach Medina und lässt Ali in dem Bett des Propheten. Und er befiehlt Ali, sich grüne Kleider anzuziehen. In ganz grünem Gewand legt sich Ali ibn Abi Talib in das Bett des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Leute, in das Bett des Propheten sich zu legen, hieß damals im Bett des Propheten zu sterben. Ali lag sich eigentlich hin, um zu sterben, im grünen Gewand. Dieses grüne Gewand und der grüne Turban wird auch dann später eins zu den Hauptsymbolen der Familie des Propheten sallallahu alaihi wasallam, der Ahlul Bayt werden. Warum hatte sich Ali in das Bett gelegt? Damit er die anvertrauten Sachen, die die Mushrikun den Propheten anvertraut haben, dann, nachdem der Prophet die Auswanderung vollzogen hat, den Ungläubigen an erster Stelle Abu Lahab zurückübermittelt. Also das Vertrauensgut den Leuten zurückübermittelt. Und nachdem Ali radiallahu anhu das gemacht hat, vollzieht auch Ali radiallahu anhu die Hijra nach Medina. Und als Ali nach Kuba ankommt, sind seine Füße regelrecht kaputt gelaufen. Weil ich vermute, Ali ist zu Fuß den ganzen Wegmarsch gelaufen.
Und Ali kommt mit ganz kaputten Füßen. Und als man in Medina mitbekommt, dass Ali da ist, sagt man zum Propheten, ja, Rasulallah, Ali ist da. Und der Prophet freut sich so heftig und rennt Ali zu Füßen und fängt vor Freude an zu weinen, dass Allah Ali ihn wieder zurückübermittelt hat in dem ersten islamischen Staat in Medina. Und er sieht, dass Alis Füße bunt gelaufen sind, weil er nimmt Alis Füße, liest ihnen ein Gebet, so dass die Füße von Ali radiallahu an nie wieder eine Krankheit erleiden werden, bis zu seinem Tod. Daraufhin, in den ersten Tagen der Hijra, vollzieht der Prophet eine Sache, die bis heute uns übermittelt worden ist und ich glaube, nie wieder danach gemacht worden ist. Nämlich die Brüderschaft zwischen den Ansar und den Muhajirin, den Auswanderern von Mekka und den Helfern aus Medina. Familien werden zu Brüdern gemacht. Leute werden zu Brüdern gemacht, damit diese aufgenommen werden. Familien aus Mekka werden mit den Familien aus Medina verbrüdert, verschwistert. Zu Brüdern. Innama al-mu'minuna ikhwa. Die Muslime sind nur untereinander Brüder. Und es werden 186 Familien durch den Propheten sallallahu alaihi wasallam verschwistert. 186 Familien. Und der Prophet sucht das so aus, dass jeder seinen eigenen Charakter ähnliche Person von der Gegenseite bekommt. Als der Prophet alle 186 Familien miteinander in der Moschee verschwistert, bleibt einer übrig, Ali. Und Ali ist ganz traurig an dem Tag, weil Ali widmet keinen Verschwister. Und Ali kommt zum Propheten mit geneigtem Kopf und ein bisschen gekränkt und traurig und sagt, ja, Rasulallah, du hast jeden miteinander verschwistert, hast jeden einen Bruder, jeden eine Schwester gegeben. Ich glaube, ja, Rasulallah, du hast mich dabei vergessen. Woraufhin Rasulullah die Hand von Ali hochnimmt und schreit in die Menge rein. Jeder, sagt der Prophet, indem er die Hand von Ali radiallahu an hochhebt, sagt der Prophet, jeder unter euch soll wissen, dass Ali mein Bruder ist. Jeder unter euch soll wissen, dass Ali mein Bruder ist, im Diesseits und im Jenseits. Jeder unter euch soll wissen, dass Ali mein im Jenseits und im Diesseits Bruder ist. Und Ali, unter diesen ganzen Sahabis, ist der einzigste, den sich der Prophet sallallahu alaihi wasallam als eigener Bruder aussucht. Und wir kommen zum Krieg von Badr. Abu Sufyan reist mit einer Karawane von Mekka nach Syrien. Und in dieser Karawane sind die ganzen Sachen, die die Muslime in Mekka übrig gelassen haben. Und er will die Sachen, die die Muslime in Mekka zurückgelassen haben, in Syrien, in Damaskus verkaufen. Als dies die Muslime mitbekommen, sagen sie, nachdem Abu Sufyan wieder von Syrien zurückkommt, wir müssen die Karawane angreifen, unsere Gut wieder zurückholen. Und aus Medina ziehen 313 Leute, Muslime, Sahabes, aus, um die Karawane, die Güter zurückzuholen. Nicht um einen Krieg zu machen, nicht als die Absicht eines Krieges, sondern um die Karawane anzugreifen und ihre eigenen Wertgegenstände von dort zurückzuholen. 313 Leute reisen los. Unter diesen 313 Leute sind 60 Muhajir
und 253 Muslime von den Ansar, also von den medinischen Moslems. Als Abu Sufyan dies mitbekommt, dass Soldaten oder eine, in Anführungsstrichen, er denkt, eine Kampfmacht aus Medina kommt, um die Karawane anzugreifen, ruft Abu Sufyan Verstärkung, ca. 700 bis 1000 Leute. Und die Muslime kommen von dem Brunnen von Badr. Aber der Prophet ist aus Medina rausgezogen, um die Karawane anzugreifen, um die Güter, die Sachen, die die Muslime in Mekka zurückgelassen haben, zurückzuholen. Nicht um Krieg zu führen. Und der Prophet macht Istishare mit den Leuten. Weil, ganz wichtig, als der Prophet einen Treueid, einen Bay'at von den Leuten aus Medina, von den Ansarna, sagte man in dem Bay'at, in dem Treueid, dass die Muslime in Medina nur den Propheten in Medina beschützen sollen und nicht außerhalb von Medina. Das war in dem Bay'at, in dem Treueid nicht drin gewesen. Und der Prophet macht Istishare, weil es kommt zu einem Krieg und die Muslime sind in Badr und Abu Sufyan geht weg, also zu der Karawane Dings kommt es gar nicht, aber 700 bis 1000 Leute, also das Dreifache der Muslime, kommt nach Badr, um mit den Muslimen zu kämpfen, also einen offenen Krieg zu führen. Und Rasulullah brauchte die Muhajir gar nicht zu fragen, weil die Muhajir, sie waren eh bis zum Tod, wörtlich und körperlich, schon beim Propheten mit dabei. Er wollte eine Zustimmung von den Ansar haben, die er 253 Leute, der Kämpfer von Badr, ausmachten. Und einer von den Ansar, Miqdad ibn Aswad, ein sehr großer Muslim, der auch dann später beim Kalifat von Imam Ali eine sehr große Rolle spielen will, sagte zu Rasulullah von den Ansar, Miqdad ibn Aswad, ja Rasulullah, sagt er, wir werden gewiss nicht das zu dir sagen, was die Kinder Israels zu dir gesagt haben. Denn was haben die Kinder Israels zu Moses gesagt? O Moses, geh du mit deinen Herren kämpfen und wir werden dir da später folgen. Das werden wir dir nicht sagen. Wir werden Seite an Seite mit dir kämpfen. Aber dies hat dem Propheten nicht gereicht. Er wollte eine komplette Zustimmung von den Ansar haben. Und Sa'd ibn Mu'az, der den Spitznamen Sayyidul Qaum, der Führer dieses Stammes hatte, sagte zu Propheten, ja, Rasulallah, ich spreche im Namen der kompletten Ansar. Wenn du sagst, wir sollen dort drüben in das Rote Meer springen, werden wir in das Rote Meer springen. Ja, Rasulallah. Wir werden bis zum Tod an deiner Seite mitkämpfen. Wir werden dich nicht im Stich lassen. Und so geschah es, Leute. Die Mushrikuns und die Muslimuns kamen zusammen an dem Tag, den der Koran Yawmul Furqan nennt. Und in der arabischen Strategie des Krieges damals kämpften erst drei Leute gegen drei Leute von der Armee. Die Mushrikuns nahmen drei Leute. Wer waren diese drei Leute gewesen? Utbe, Shaybe und Walid ibn Mu'ayra. Utbe, Shaybe und Walid ibn Mu'ayra. Sie kamen von den Mushrikuns und von der anderen Seite, von den Muslimen, kamen Auf, Mu'az und Abdullah ibn Rawha. Sa'd, Mu'az und Sa'd, Auf und Mu'az, Abdullah ibn Rawha, diese drei Leute. Als die Mushrikuns diese drei Leute sahen, sagten sie, wer seid ihr? Weil diese drei Leute waren von den Ansar gewesen. Sie sagten die Mushrikun, wer seid ihr? Wir wollen Gleichgesinnige haben. Wir möchten nicht mit den Bauern, und Bauern im wörtlichen Sinne gemeint, wir möchten nicht mit den Bauern von Medina kämpfen. Wir wollen Gleichgesinnige haben. Und Rasulullah schickte diese drei Leute wieder zurück und schickte im Gegensatz für diese drei Leute der Ansar drei Leute von den Muhajirun. Ali ibn Abi Talib, Hamza und Abu Ubaidah ibn Haris. Wer waren diese drei Leute gewesen? Diese drei Leute waren Verwandte des Propheten sallallahu alaihi wa alihi gewesen. Wenn ihr Opfer bringen wollt, dann müsst ihr erst von eurer eigenen Familie es bringen. Und so hat es der Prophet auch gemacht. Ali, Hamza
und Abu Ubaidah. Diese drei Leute. Ali und Hamza haben die beiden umgebracht und Abu Ubaidah und die andere Gegenseite haben sich gegenseitig verletzt. In dem Tag, der die Schlacht der Entscheidung von Badr gewesen war, wo 313 Leute gegen ca. 1000 Leute kämpften, haben die Muslime an diesem Tag, den dann der Koran, Yawm al-Furqan, der Tag der Entscheidung nennt, haben die Muslime 70 Leute von den Muschrikuns umgebracht. Und Ali, radiallahu anh, nur Ali, hatte mit seinem eigenen Schwert ca. 20 bis 30 von diesen 70 Leuten. Mit dem Zulfikar. Und nach dem Krieg von Badr, was ja eigentlich nicht als Krieg geplant gewesen war, wo die Muslime reingeraten sind, geschah eine ganz große Sache. Eigentlich das, was auch Ali heute für uns, zu Ali auch, noch eine höhere Position macht. Nämlich die Heirat zwischen Ali und Fatima az-Zahra, salamullahi alayha. Nach dem Krieg von Badr heiratet Osman radiallahu an Umm Gulsum, weil ja seine Frau, seine vorige Frau Ruqiyya, salamullahi alayha, stirbt. Und Umm Gulsum heiratet mit Osman und Fatima az-Zahra radiallahu anha ist damals 18 Jahre und Ali 23 Jahre. Und Fatima kommt in das Heiratsalter und jeder von Medina kommt und will mit diesem Mädchen heiraten. Warum? Die Tochter des Propheten. Leute, wer kommt denn alles mit? Abu Bakr kommt, will mit ihr heiraten. Umar kommt, will mit ihr heiraten. Jeder will mit ihr heiraten, aber der Prophet sallallahu alaihi wa alihi tut sie mit einem Lächeln, sagen Leute, nein, nicht für euch, nicht für euch, nicht für euch. Und die Leute kommen zu Ali und sagen, ja Ali, geh du doch hin. Und Ali sagt, nein, ich erschämt sich dies und das. Und die Leute überzeugen Ali und Ali kommt zum Propheten sallallahu alaihi wasallam, setzt sich hin und bekommt aus Scham kein einziges Wort raus. Und der Prophet sagt, ja Ali, du willst doch irgendetwas, oder? Und Ali sagt, nichts. Nichts. Und daraufhin der Prophet mit einem Lächeln, du bist gekommen, um meine Tochter zu heiraten, ne? Und Ali guckt nach vorne, guckt nach unten und sagt, ja, Rasulallah, ja. Ja, Gesandte Allahs, ich bin gekommen, um deine Tochter zu heiraten. Der Prophet guckt Ali an und sagt, ja, Ali, hast du Geld, um zu heiraten? Fragt der Prophet Ali, hast du denn Geld überhaupt, um deinen Mihir, um deine Brautgabe zu bezahlen? Rasulullah wusste, wer Ali ist. Rasulullah wusste, dass Ali kein Geld hat. Rasulullah ist doch Seite an Seite, Ali ist doch im Haus von Rasulullah aufgewachsen. Aber der Prophet sagt, ja Ali, hast du denn Geld, um zu heiraten? Und Ali sagte, nein, ja Rasulallah, ich habe kein Geld, um zu heiraten. Dann sagt er, dann besorge Geld und verkaufe deine Kriegskleidung. Warum sagte der Prophet das? Eine ganz große Lehre für uns Muslime heute. Lehnt euch an nichts an. Ihr sollt euch an nichts anlehnen. Versucht mit eigenen Händen was aufzubauen. Nicht immer mit der Hilfe anderer Leute irgendwas zu machen. Auch wenn ihr der Schwiegersohn des Propheten seid, dann versucht euch noch niemals irgendwo anzulehnen. Versucht mit eigener Hand etwas aufzubauen. Versucht mit eigenem Schweiß etwas zu erreichen. Und der Prophet sagt, geh und verkauf deine Kriegskleidung, Kriegsausrüstung. Und Ali geht in die Stadt, radiallahu an, und geht zu einem Juden und verkauft seine Kriegskleidung
an den Juden für 480 Dirham und kommt mit dem Geld zurück. Als Osman radiallahu anh auch in Medina rumläuft, sieht er dann plötzlich nach diesem Verkauf, wie der Jude die Kriegskleidung von Ali gerade zusammenpackt oder irgendwas macht. Und er sagt sich Osman radiallahu anh, das ist doch die Kriegskleidung von Ali, was macht das denn bei ihm? Und er geht zum Juden und kauft das vom Juden wieder zurück und schenkt diese Kriegskleidung als Hochzeitsgeschenk Ali ibn Abi Talib wieder zurück. Dies erkläre ich deswegen, Leute. Manchmal ist Abu Bakr gut, manchmal ist Osman gut, manchmal ist Ali gut, manchmal ist Umar gut. Diese vier Leute, die sind unzertrennlich in der islamischen Geschichte. Über wen man redet, dieser kommt in Vorschein, wie die Sterne am Himmel. Manchmal leuchtet der heller, manchmal leuchtet der heller. Aber diese vier Leute sind unzertrennlich, Leute. Unzertrennlich. Man kann Abu Bakr nicht von Ali, Ali von Osman und Osman von Umar trennen. Diese vier Leute sind konstant gleich und sie helfen sich gegeneinander. Deswegen sollten wir heute in dieser Fitna, wo die Sahabes in der Geschichte gegeneinander aufgehetzt werden, von manchen Leuten der Ahl Shia, die sich Rafizia von den Leuten nennen, oder auch Leute von den Ahl Sunna, solchen Leuten sollte man nicht zuhören, weil nämlich unsere Fundamente sind eins. Dies sehen wir auch in der Geschichte. Osman kauft vom Juden das ab und schenkt Ali ibn Abi Talib dies als Brautgabe. Und Ali wird zum Schwiegersohn des Propheten sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kurz nach Badr. Und der Stammbaum, das Fundament der Ahle Bayt, salamullahi alaihim ajma'in, wird somit gegründet werden. Und wir sehen Ali im Kriege von Uhud, circa 13 Monate nach Badr, im Kriege von Uhud. Wir müssen Uhud in zwei Teile aufteilen, den Krieg von Uhud in zwei Teilen. Ein Teil, der sich dem Krieg von Badr gleicht, wo die Muslime den Sieg erreichen. In diesem Teil, wo die Muslime die Mushrikuns rausjagen von Uhud, kommt Ali zu Hamza und sagt, ja Hamza, siehst du diesen Fahnenführer bei den Mushrikuns drüben? Ich werde ihn jetzt, im Krieg sind wir jetzt, von Uhud, ich werde ihn töten und werde die Fahnen der Mushrikuns zum Fall bringen. Meint sie, schafft das? Hamza sagt, ja Ali, wenn du das sagst, lauf. Und Ali radiallahu anh kämpft sich durch die ganzen Mushrikuns durch und tötet den Fahnenführer von den Mushrikuns in Uhud. Ein anderer nimmt die Fahne, er tötet ihn auch. Drei Leute werden auf der Endseite des Kampfes der Mushrikuns von Ali persönlich getötet. Bis Abu Talha von den Mushrikuns, Abu Talha, die Fahne des Schirks erhebt. Und Ali will ihn töten, aber tötet ihn nicht. Warum? Er kommt zurück und Hamza sagt, ja Ali, warum hast du ihn nicht getötet? Warum hast du den vierten Abu Talha nicht getötet? Und Ali sagte, ja Hamza, er ist hingefallen mit der Fahne und als er hingefallen ist, ist seine Kleidung runtergefallen und seine Schamteile wurden gesehen. Weil ich mich deswegen geschämt habe, habe ich ihn nicht getötet. Moral im Krieg. Hier im Westen wird uns gepredigt, es gibt keine Gesetze im Krieg. Bei uns gibt es Gesetze im Krieg. Bei uns gibt es das. Ali hatte ihn, den Fahnenführer der Mushrikuns, nicht getötet, weil er gefallen ist und seine Schandteile wurden dabei gesehen. Moral. Moral. Achlag, auch wenn es um Krieg ist. Und im zweiten Teil vom Uhud, wir wissen ja alle, wie die Bogenschützen die Position, die der Prophet ihnen erteilt hat, verlassen, greift Khalid bin Walid, damals noch nicht zum Islam konvertiert, die Muslime aus dem Hinterhalt an. Und die Muslime müssen sich auf den Berg von Uhud zurückziehen. Und in diesen Augenblicken, in diesen Sekunden, Minuten, kommt der Ton, die Stimme um Uhud, der Prophet ist gestorben. Alle im Schock.
alle lassen die Schwerter fallen. Die meisten Sahabes lassen die Schwerter fallen, weil sie im Schock sind. Manche sagen, was sollen wir jetzt machen, der Prophet ist tot. Aber Ali ist einer von den wenigen, der nicht die Schwerter fallen lässt. Und er sagt, wenn der Prophet gestorben sein sollte, ist diese Dawa, ist diese Angelegenheit nicht gestorben. Und Ali kämpft weiter, bis er, radiallahu an, dem Propheten Blut überströmt, kämpfend Richtung Uhud ziehen sieht. Er sagt, glaube ich, später, ich habe Rasulullah an den Augen erkannt. Und Ali nimmt sein Schwert und beschützt den Propheten im Kampf, so heftig, dass der Prophet einen Spruch dort sagt, der leider in den Ahl-Sunnah-Quellen nicht vorkommt, aber in den Ahl-Shia-Quellen vorkommt. La feta illa Ali, la seifa illa Zulfikar. Dort sagt er das. La feta illa Ali. Es gibt keinen Jugendlichen wie Ali. La seifa illa Zulfikar. Und es gibt kein Schwert wie Zulfikar. Zulfikar ist das Schwert des Ali mit den zwei Spitzen vorne dran. Und wir sehen Ali im Hendek. Hendek ist eine Grabenschlacht. Und als Zusammenfassung mal, alle Kriege des Propheten sind, wo er angegriffen worden ist. In Badr war es keine Absicht gewesen zu kämpfen. In Uhud wurden die Muslime sowieso angegriffen. Also die Muslime sind nach Mekka gezogen. Die Muschrikun sind 450 Kilometer durch die Wüste gemarschiert, bis 6 Kilometer vor Medina. Uhud. Die Muslime wurden angegriffen. Hendek, das gleiche. Hakka sah das gleiche. Der Prophet sagte, was sollen wir machen? Und als Kriegsstrategie von Hendek, weil 10.000 Ungläubige greifen Medina an. Und in Medina befinden sich nur 1.400 Muslime. 1.400 Muslime. 10.000, der größte Krieg, greifen Medina an. Dieser Krieg nennt sich Al-Ahzab. Es gibt auch eine Sure darüber. Diejenigen, die diesen Krieg erleben wollen, wie Allah Ta'ala uns das berichtet hat, sollten das größte Siyar, nämlich den Koran, das Suratul Ahzab. Ahzab ist die Mehrzahl von Hizb. Hizb heißt Gruppe und Ahzab heißt die Gruppierung. Und die Gruppierung von der arabischen Halbinsel gegen die Muslimen gekämpft haben. Einer von den Muslimen, Salman al-Farisi. Salman al-Farisi übrigens, einer aus Iran, dessen Geschichte sehr interessant, wo der Prophet auch sagt, Salman ist von uns, Salman ist von den Ahl-Bayt. Dieser Salman al-Farisi gibt den Muslimen einen Vorschlag, einen Hendek, einen Graben zu bauen, um Medina herum, um die Muschikuns wegzutreiben. Und es wird ein Graben um Medina gebaut, ein Hendek. Wenn wir über diesen Graben reden, denken wir vielleicht, es ist ein kleiner Graben, der gegraben worden ist. Nur damit ihr wisst, um was für einen Graben es geht. Die Länge dieses Grabens, Leute, ist 5,5 Kilometer lang. 5,5 Kilometer langer Graben, 5 bis 8 Meter tief lang, also nochmal, 5,5 Kilometer lang, 5 bis 8 Meter breit und 4 Meter tief. Ein Graben. In billigst kurzer Zeit, einer Woche circa, wird dieser Graben um Medina gebaut. Diese Geschichten sind viel, was dort passiert ist. Darauf will ich nicht eingehen. Weil Ali ist eh schon ein langes Thema an sich und ich muss mich kurz fassen. Und eins der längsten Unterrichte über die Sahabes ist eine kurzgefasste Version. Der Prophet hat sogar gesagt, ein schnell reitendes Pferd soll nicht drüber springen können. Und dieser Graben wird gebaut und der Kampf beginnt. Und die Muschrikuns greifen an und die Muslime sind dort. Und einer von den Muschrikuns, der sich Amr ibn Abduhud nennt, dessen Eigenschaft ist, ein Kämpfer wie 1000 Kämpfer zu sein, kommt an den Graben von Hendek, des Grabens, und sagte, wer will mit mir kämpfen? Keiner sagt was.
keinen Ton. Weil jeder weiß, Amr ibn Abdul von den Mushrikun ist so ein heftiger Kämpfer, wie 1000 Kämpfer in einem repräsentiert. Wer möchte mit mir kämpfen? Keiner sagt was, aber einer sagt was. Ana ya Rasulallah, genau was er auch damals gesagt hat. Ich ya Rasulallah, sagt Ali. Und der Prophet sagt, Ijlis ya Ali, huwa Amr. Das ist Amr ya Ali, setz dich. Und Amr ibn Abdul steht wieder auf und sagt, wer möchte mit mir kämpfen? Und keiner sagt wieder was, außer Ali steht auf. Der Prophet sagt, Ijlis ya Ali. Jetzt nicht, das ist Amr. Und Amr steht wieder auf und sagt, ihr seid doch diejenigen, die, wenn sie getötet werden, ins Paradies kommen und töten, die Leute in die Hölle schicken. Warum will denn keiner ins Paradies kommen und getötet werden oder mich ins Höllenfeuer werfen? Und Ali steht wieder auf und sagt, lass mich kämpfen, ja, Rasulallah. Wenn er Amr ist, wenn er Amr ibn Abdul ist, dann bin ich Ali ibn Abi Talib. Und Rasulullah nahm Ali zu sich. Rasulullah machte seinen Turban ab, wickelte es um Ali seinen Kopf, nahm seine Kriegsausrüstung, machte es um Ali rum, erhob seine Hände sallallahu alaihi wa alihi und sagte, Ya Rab, gebe mir Ali wieder zurück. Und schickte Ali zu Amr. Als Amr Ali sah, sagte er, wer bist du? Und Ali sagte, ich bin der Sohn Abu Talibs. Und Amr ibn Abdul hatte von Ali schon gehört in Badr und in Uhud. Und Amr ibn Abdul sagte, ja Ali, Abu Talib, dein Vater, war mein guter Freund gewesen. Komm, geh du zurück, ich schone dein Leben. Abu Talib war ein guter Freund von mir gewesen, wir waren gute Freunde gewesen. Und Ali sagt, ja Amr, er mag vielleicht dein Freund gewesen sein, aber ich, sagt er, ich bin nicht dein Freund. Ich lade dich, bevor ich dich töte, damit wir diesen Kampf nicht machen, zu La ilaha illallah ein. Zu La ilaha illallah ein. Sage La ilaha illallah und wir kämpfen nicht. Und Amr sagt, ja Ali, würde La ilaha illallah sein, würde ich doch gar nicht hier stehen. Und der Kampf beginnt und die Muslime berichten, in diesem Gedrängel eine Staubwolke entsteht bei diesen beiden. Und erst dieser Staubwolke, plötzlich kommt Ali raus, steht draußen und geht wieder in die Staubwolke rein, kämpft wieder weiter und nach einigen Minuten hört man diese Takbir-Rufe von Ali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Und nachdem die Staubwolke sich dem Ende zuneigt, sieht man Ali rauskommen. Und die ganzen Muslime rufen Allahu Akbar. Später erzählt Ali, aufgrund warum die Leute fragen, ja Ali, warum bist du aus der Staubwolke raus? Sagt Ali, er lag auf dem Boden und ich wollte ihn gerade töten, wo er mich ins Gesicht gespuckt hat. Und als er mich ins Gesicht gespuckt hat, habe ich gedacht, wenn ich ihn jetzt töte, dann tue ich ihn aus Lust und Laune töten, weil er mich angespuckt hat. Ich bin raus und habe nachgedacht, ob ich das jetzt mit Ikhlas machen werde oder ob ich ihn töten werde, nur weil er mich angespuckt hat. Und ich habe gemerkt, weil ich habe mein Herz kontrolliert im Kampf, Leute, dass ich das nicht machen werde, weil er mich angespuckt hat, sondern fisa billah. Und daraufhin habe ich ihn erledigt. Das ist Ali. Das ist Ali ibn Abi Talib. Das ist Zielstrebigkeit. Und das ist Entschlossenheit. Und eine noch große Sache sehen wir in Hudaybiyah. Als der Friedensvertrag von Hudaybiyah geschlossen wird, ist wieder Ali ibn Abi Talib neben dem Propheten. Als Schreiber. Und Amr ibn Suhail kommt als Delegationsführer von Mekka und sagt, ja Rasulallah, ja Muhammad, das ist der Friedensvertrag, ist er da? Da steht Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, streicht das durch. Und Rasulullah sagt zu Ali, ja Ali, streich Bismillah durch, schreib Bismillahumma rein. Schreib Bismillahumma rein. Ali radiallahu anhu streicht das durch und schreibt Bismillahumma, weil, damit macht er ja keinen Schirk, es ist nicht eine Sache, die gegen den Tauhid
wisst ihr. Er schreibt halt statt im Namen Allahs, aller Barmherzigen, schreibt er im Namen Allahs. Dann sagt Amr ibn Suhail, damals noch nicht Muslim geworden, ja Mohammed, du schreibst in deinem Brief, Mohammed oder Rasulullah, wenn ich glauben würde, dass du der Gesandte Allahs bist, würde ich nicht gegen dich kämpfen. Schreib Mohammed oder Rasulullah durch, von Ali lass dich das durchschreiben und schreib Mohammed ibn Abdullah, Mohammed der Sohn Abdullahs. Der Rasulullah, der Gesandte Allahs, sagt zu Ali, ja Ali schreibt, streich Mohammed oder Rasulullah durch. Und Ali sagt, ja Rasulullah. Ich streiche das nicht durch. Wallahi, sagt er, meine Hände können das nicht streichen. Und Ali gehorcht nicht auf den Befehl des Propheten. Was lehrt uns Muslime das heute? Man kann auch aus vollem Respekt einem Befehl nicht gehorchen. Ali hat wegen einem großen Respekt dem Befehl nicht gehorcht. Und Rasulullah streicht mit seiner eigenen Hand durch